weiter zur Schönschaftsstraße. Zum letztjährigen Absteiger aus der Landesliga, SV Kreinl 04. Man lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit SuS Niederbronsfeld. Teilweise standen die Bronsfelder vor den Kreiern. Die Mannschaft mit Bronsfelder ist gegen Heckinghausen nur ein 0:0 zu erzielen. Und dadurch waren die Kreier wieder an der Sonne. Und am letzten Spieltag konnten die Kreier mit einem Sieg alles klar machen gegen Blau-Weiß Mintard. Die Mintarder schon gerettet. Und nach dem Spiel ging es für die Blau-Weißen sofort zum Flughafen nach Mallorca. Aber man wollte jetzt hier erstmal den Kreiern das Leben ganz, ganz schwer machen. Am 29. Spieltag schaffte es auch keine 4, nur ein 0:0 zu erzielen bei Wackerstehle. Diese Punkte hatte Trainer Kaminski fest eingeplant. Schöne Einzelleistung hier von Andreas Höbusch. Tiefenhoff, schöne Flanke. Schöner Schuss aus der Drehung von Agoni. Mhm. 26 Minuten gespielt, immer noch 0:0. Was macht der Gegner von Bronsfeld? Führt er schon? Nur ein Sieg. Sollte die Meisterschaft bringen, nun knapp verzogen. Uwe Schmitz. Pausenloser Druck auf das Gehäuse der Mintarder. Clever hier gemacht, Freistoß rausgeholt. Durch Vollerhoff. Von Agoli in der 37. Spielminute 1:0 für SV Kreinl 04. Volle Halbzeit, 44. Spielminute, noch 1:0. Eine Minute zu früh, ging es ab in die Kabine. Zu diesem Zeitpunkt 1:0 für SV Kreinl 04 gegen Blau-Weiß Mintard. Unter anderem Ausstatter des Clubvereins FC Schalke 04 sowie der Euro. Die Zeit
Das war auch feiern, dass man hier das Spiel gewinnen sollte. Und hier erhöhte kurz nach der Pause Stefan Tiefenhoff auf 2:0, denn man bekam die Information aus Bonsfeld, dass dort Bonsfeld auch schon hoch führen sollte. Und Postwend die Antwort. Schöne Kopfballvorlage hier von Apolli. Die Minterter wollten dann auch noch mal. Und Andreas Pfeiffer auf der Hut. Erste Chance für die Blau-Weißen. Schöner Pass und knapp. Übers Tor, der Heber von Ralf Aguli. Eine Stunde gespielt, 2:0 für K04 und die Angst spielte immer noch mit. Mittlerweile erfuhr man über Handy, dass die Tormaschine aus Bonsfeld weiter traf. Ecke Höbusch. Große Chance zum 3:0. Mann, oh Mann. Damit hätte man seine Nerven beruhigen können. Noch bange knappe 20 Minuten an der Schulterstraße. Und knapp verzogen. Gordon Rittnicka mit der Nummer 14 eingewechselt. Im Sololauf an 3. Spielen vorbei. Wunderbare Flanke. Die Entscheidung durch Ralf Aguli in der 74. Minute, Landesliga, 3:04 ist wieder da. Aber bärenstark gemacht von Gordon Rittnicka, wie er da die ganze Minterter Mannschaft hat stehen lassen, war schon traumhaft. Auch das lange Bein kann ihn hier nicht aufhalten. Und kurz vor der Torauslinie noch die Flanke zu bringen. Eine Frage am Rande, wo turnte da der Minterter Torwart rum? Den Kranern soll es egal sein, 3:0. Fünf Minuten noch zu spielen. Vielleicht der Ehrentreffer für die Minterter. Schön gespielt. Oh Gott. War schon ziemlich kläglich. Der Sekt schon geschüttelt. Wenige Sekunden noch zu spielen. Uwe Schütz. 4:0 in der letzten Spielminute. Damit war
wirklich absolut alles klar. Auch das 8:1 der Bunsfelder gegen Sportfreunde Siepen nutzte nichts. 3:04 Aufsteiger in die Landesliga, Bezirksliga Gruppe 1 Meister geworden. Mit 68 Punkten und 75:25 Toren. Die Bunsfelder Vizemeister mit 67 Punkten und 80:36 Toren. 8 Tore geschossen gegen Siepen, leider 1 zu wenig. Den Kreien-Fans und Mädels sollte es egal sein. Freude riesengroß hier an der Schönstadtstraße. Ja, und die Bunsfelder hatte noch die Chance, der Relegationsrunde auch noch in die Landesliga aufzusteigen, aber dort schaffte es man leider nicht. Und so muss man in der nächsten Saison einen neuen Anlauf starten, um vielleicht auch in die gut dotierte Landesliga zu kommen. Pikant am Rande, SV Kreien-04 verpflichtete einen neuen Trainer für die neue Saison, für die Landesliga-Saison. Uwe Postbech, vorhin noch gesehen, beim Kreisligisten Türkspor 86-88, löst den Erfolgstrainer der Kreier, Harald Kaminski, ab.